Hallo meine Lieben, heute machen wir mal was, was absolut im Trend liegt zurzeit, und zwar eine gesunde Bowl. Ja, und unsere Bowl machen wir heute auf Reisbasis, ganz einfach aus dem Grund, weil ich von vorgestern noch so viel gekochten Reis übrig habe. Und auch wenn es ein weißer Reis ist, werden wir das ordentlich gesund aufpimpen. Wir beginnen wieder mit meinem obligatorischen Anrösten, glasig anschwitzen, von roten Schalotten und Knoblauch, während der Luca da mein rotes Kleid anfrisst. Luca, spinnst du? Oh, tschau's mal. Also, Schalotten und Knoblauch, da mal anrösten. Und da geben wir dann nachher gleich den Reis dazu, weil ich möchte die Basis, möchte ein bisschen angebratenen Reis haben. Dann haben wir eben noch für die Bowl, da gehört immer auf die Basis dann eine Soße. Da habe ich da Cashewnüsse in Kokosmilch eingeweicht. Ich habe die jetzt ca. 1-2 Stunden einweichen lassen. Und das dann jetzt gleich gewürzen. Mit einem Pinken Himalaya-Salz. Dann habe ich da das Asafoetida. Das ist mein ayurvedisches Gewürz. Dann geben wir ein bisschen getrockneten Oregano dazu. Dann für die Schärfe habe ich da ein bisschen ein scharfes Paprikapulver. Nicht zu viel, weil gestern habe ich gesagt, die war ein bisschen zu scharf unterwegs. Ja, das ist schon mit den Gewürzen. Dann noch ein bisschen restliche Kokosmilch dazu. Dann schauen wir mal, wie es bei meiner Zwiebel und Knoblauch geht. Das passt da. Also, nehmen wir da meinen so. Und das wird jetzt das natürlich auch mit sämtlichen anderen Nüsse machen, die Soße. Aber ich finde eben, Cashewnüsse sorgen immer für eine besondere Cremigkeit und sind recht schmackhaft und recht gesund. Dann geben wir da jetzt den Reis. Knoblauch und zum Zwiebeln. Und braten das ein bisschen durch. Und dann habe ich da noch einen roten Mais oder einen schwarzen Mais, den habe ich gedämpft. Und dann die Kerndl aber gelöst. Und das geben wir auch noch den Reis dazu. Natürlich auch gleich ein bisschen ab. Mit Salz und ein bisschen Kräuter getrocknete. Da könnt ihr auch wieder sämtliche Kräuter nehmen, die ihr wollt. Ja.
das war es dann auch schon, was wir an heißen Sachen brauchen. Das war schon alles, was wir an heißen Sachen brauchen. Dann schnappt euch eben euch ein Bowl. Dann habe ich mir da jetzt zwei Schüsseln. Da kommt jetzt das Grundlage. Dann nehme ich da jetzt der Reis. Und der wird jetzt so ein bisschen flach gedrückt. Ja, das ist quasi unser Boden. Dann kommt auf den Boden die Soße. Und dann geht es ans Verzieren. Ich habe da kleine Cherry-Tomaten. Und der Bowl ist ja, ihr kennt ja das von den ganzen Instagram-Bildern jetzt, die es gibt. Da lassen sie ja alle über die schönsten Dinge einfallen und verzieren das über wunderbar. Und sie haben gerade Murzen im Hintergrund schreien. Sind wir ganz leise, den Herzen auch singen. Dann habe ich da gedämpfte Süßkartoffelwürfel. Da ziehen wir da daneben eine Linie. Einmal links und einmal rechts. Dann habe ich da eine rote Paprika. Ihr könnt natürlich gelbe Paprika, grüne Paprika alles nehmen. Aber ich habe nur mehr rote Paprika im Kühlschrank gehabt. Und dann habe ich da eine pinke Drachenfrucht. Und die habe ich in einer Tomatenvinaigrette mariniert. Ich habe so kleine Stickerl ausgestochen. Und habe es dann in Olivenöl, Balsamico, Essig und ein bisschen Tomatensauce. Da habe ich eben eine Vinaigrette gemacht. Und dann machen wir wieder eine Linie. Und da kann ruhig eine Vinaigrette eben auf dem Reis tröpfeln. Ja, Luca, ich weiß. Schon wieder alles so gemein, dass du nichts zum Essen kriegst. Sala. Dann habe ich noch vorbereitet. Da sind sie. Das ist so ein Nussmix. Das sind geriebene, verschiedene geröstete Nüsse. Da machen wir da ganz am äußersten Rand. Und kleine Linie. Dann habe ich noch Chiasamen. Mit dem gehen wir da drüber über die Tomaten und über die Süßkartoffeln. Dann habe ich noch schwarzen und weißen Sesam. Falls ich ihn aufkriege, geben wir auch was drüber. So, einen weißen Sesam. Dann einen schwarzen Sesam.
Dann habe ich da noch so Leinsamen oder Flohsamenschalen. Ja, Luca. So. Und da kommt es jetzt dann eben nur mal ein bisschen mit der Vinaigrette drüber gehen. Ihr könnt auch zum Beispiel, was auch schön ist, eine rote Beete ein bisschen marinieren. Die macht genauso eine schöne Farbe. Dann kann man da noch ein bisschen oder Soße drüber träufeln. Dann habe ich für gestern noch ein Reisbällchen. Das setzen wir in die Mitte. Zwei grüne Basilikumstärke und schon ist unsere Bowl fertig. Nicht sehr, so schnell geht's. Unser Reis von gestern, von vorgestern ist wieder ein bisschen was aufgebraucht. Und wir haben ein gesundes Mittagessen, Abendessen, Lunch. Okay, dann tschüss, bis morgen. Freue mich, wenn ihr mir wieder zuschaut. Mahlzeit.